Herzlich willkommen zum Schalker Teil der Pressekonferenz heute nach dem letzten Ligaspiel in 2021 hier beim HSV. An meiner Seite unser Cheftrainer Dimitrios Gramotzis, den ich um sein Statement zum Spiel bitten möchte. Ja, Glück auf und guten Abend. Ja, es war eine sehr, sehr intensive Partie, so wie wir es auch im Voraus geahnt hatten. Ich fand, dass wir die Jungs wirklich gut vorbereitet haben auf dieses Spiel. Und ich glaube, wer das Spiel heute angeschaut hat, ich glaube, der hat vor allem in der zweiten Halbzeit nur eine Mannschaft gesehen, die hier heute den Sieg verdient hätte, und das waren wir. Ein großes Kompliment an die Jungs. Das Spiel ist denkbar schlecht angefangen für uns mit der Ecke, die erstmal ausgeführt wird. Wir klären die und dann wird die nochmal ausgeführt. Hatte jetzt keine Gelegenheit zu fragen, warum das so nochmal zurückgenommen wurde, aber war natürlich für uns ein kalter Start. Aber ich muss sagen, ich hatte nie das Gefühl draußen, auch selbst nach dem Gegentor, dass wir jetzt instabil sind oder dass die Jungs das nicht auffangen können, sondern wir haben auch in der ersten Halbzeit schon wirklich tolle Ballstaffetten gehabt, haben den Ball laufen lassen, haben im Gegenpressing gut agiert und haben zahlreiche Torschüsse gehabt, die, muss man leider sagen, in der ersten Halbzeit zu ungenau waren. Waren oft in meinen guten Torschussbereichen drin, haben aber nie so richtig das Tor getroffen, entweder mal ausgerutscht oder dann nicht die Ruhe gehabt. Und wir haben dann in der Halbzeit auch erwähnt, dass wir so weiterspielen müssen, dass wir den Gegner noch mehr dominieren müssen. Und wenn man sich dann die zweite Halbzeit anschaut, wo wir dann den HSV wirklich zurückgedrängt haben in die eigene Hälfte, der Gegner war dann auch irgendwann mal Mitte der zweiten Halbzeit komplett platt, hat nur noch hinten gestanden und auf Konter gelauert. Und selbst die haben wir super unterbunden und nur noch lange Bälle gespielt, nicht mehr kurz. Und wenn sie kurz rausgespielt haben, dann hat Darko Čolinov eine Riesenchance gehabt, wo wir hätten früher schon den Ausgleich erzielen können. Und ich glaube, dann hätten wir auch das Spiel heute hier gewonnen. Also ich glaube, dass die zweite Halbzeit brutal dominant war von uns und wir den HSV gar keine Stiche mehr gelassen haben. Und deshalb ist es letztendlich ein Punkt zu wenig für uns. Das muss man heute sagen, denn wir hätten heute den Sieg auf jeden Fall zu 100% auch verdient gehabt. Aber Kompliment nochmal an unsere Spieler, Kompliment auch an unsere Fans, die heute mitgereist sind, die uns auch heute Abend wieder, auch wenn es leider nicht so viele waren wie sonst, es wären wahrscheinlich um ein Vielfaches mehr gewesen, trotzdem top unterstützt haben. Dankeschön auch von meiner Seite auch für die komplette Vorrunde, wie uns unsere Fans unterstützt haben. Und deshalb wünsche ich auch allen Schalkern und natürlich auch allen anderen frohe Weihnachten, Gesundheit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Danke, Coach. Jetzt wird es so sein, dass wir in einer festen Reihenfolge agieren. Genau. Wir würden loslegen mit Andreas Ernst von der Funke Mediengruppe. Ja, hallo Dimi. 30 Punkte nach 18 Spielen zeigt quasi die Leistung in Hin- und Rückspiel gegen den HSV, wie sich die Mannschaft entwickelt hat. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn man beide Spiele vergleicht, am ersten Spieltag, da waren wir eine Mannschaft, die noch zwei, drei Jungs, die in den letzten Tagen noch dazugestoßen sind. Wir waren noch nicht eingespielt. Da hat man, glaube ich, gesehen, dass der HSV auch dominanter war als heute. Heute, glaube ich, haben wir ein anderes Bild gesehen, vor allem auch in der zweiten Halbzeit. Da waren wir die dominantere Mannschaft und haben den Gegner zu vielen langen Bällen gezwungen, die wir dann auch gewonnen haben. Also es war heute von uns, glaube ich, umgekehrt. Wir waren heute die dominante Mannschaft und hätten zu 100% einen Sieg heute verdient gehabt. Andi, hast du noch weitere Fragen? Ja, dann mache ich direkt weiter. Kannst du was zum Streit mit Tim Walter sagen? Was war da los an der Seitenlinie in der ersten Halbzeit? Ach, ich glaube, das Spiel war sehr, sehr intensiv, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Es sind zwei gute Mannschaften, die aufeinander getroffen sind. Und dann ist es klar, dass auch Emotionen dabei sind. Das gehört dazu. Für mich ist das gegessen. Und ich glaube auch, dass das von Tim auch in diese Richtung geht. Und noch eine letzte Frage von mir. Bei so vielen Torschüssen, 29, bei so vielen Flanken, die reingeflogen sind, da muss man natürlich die Frage stellen, hättet ihr das Spiel mit Simon Terodde gewonnen? War das so ein Spiel, wo ihr ihn ganz besonders vermisst habt? Ja, wir vermissen jeden Spieler von uns, weil wir Jungs haben, die auch in jedem Spiel nochmal Gas geben können. Vielleicht hätte Simon da vielleicht nochmal einen anderen Torrichter gehabt in der einen oder anderen Situation, aber wir haben genug Möglichkeiten auch gehabt. Und nochmal Kompliment an die Spieler, wenn man sich die zweite Halbzeit vor allem anschaut, wie wir hier aufgetreten sind. Wenn der Darko früher das 1-1 macht, wo wir den Ball in der Spieleröffnung des Gegners gewinnen und freistehend vorbeiziehen, ich glaube, dann hätten wir das Spiel auch gewonnen. Denn man muss auch sagen, dass der HSV dann auch uns nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Dann machen wir in der Reihenfolge weiter mit Frank Leschinski, so den Fragen da sind. So machen. Wir sehen und hören dich, Frank. Wunderbar.
Herr Gramozis, Sie heben ja ungern Spieler heraus, aber sagen Sie mir ein paar Sätze zu Rodrigo Salazar heute, wie er gespielt hat, wie Sie ihn gesehen haben. Ja, sehr gute Leistung. Also das Tor hat so ein bisschen gefehlt in seinem Spiel. Er hat sich oft immer in 1 gegen 1 Situation oft durchgesetzt am Flügel, auch mit Rücken, immer gute Lösungen gefunden. Hat leider in der einen oder anderen Situation leider ausgerutscht. Ich glaube, wenn er da mehr Standhaftigkeit gehabt hätte, was die Schuhwerk angeht, dann hätte er, glaube ich, doch die Schüsse besser anbringen können. Aber er war ein absoluter Antreiber heute und hat sich genauso wie die anderen Jungs heute aufopferungsvoll reingeschmissen. Und man hat ja auch gesehen, dass die Jungs wirklich auch kaputt waren nach dem Spiel. Sie haben alles rausgehauen. Und deshalb ist es natürlich sehr, sehr schade, dass wir heute nicht 3 Punkte mitgenommen haben, die wir absolut verdient hätten. Frank, hast du noch weitere Fragen? Die Einstellung heute fand ich von den 18 Spielen, die bisher absolviert worden sind, eigentlich heute mit die beste. Worauf führen Sie das zurück? Wollen die Spieler dem Trainer noch mal vor Weihnachten auch ein kleines Geschenk machen, dass sie 90 Minuten so ein Tempo gehen können? Ich glaube, wir sind ja Statistiken nach die Mannschaft, die meisten Tore in der Schlussphase macht. Und das hat man heute, glaube ich, auch gesehen. Wir sind topfit. Ich glaube, dass der Gegner dann auch zurückgedrängt wurde, auch sehr, sehr müde gewirkt hat. Wir haben wirklich sehr, sehr dominant gespielt, haben nochmal den Gegner zu langen Bällen gezwungen. Und das war die einzige Lösung. Und deshalb haben wir wirklich ein Top-Spiel gemacht. Und ob sie mir jetzt ein Geschenk machen wollen oder nicht, ich finde, die Jungs haben in jedem Spiel versucht zu performen. Wir wussten auch, dass es eine schwierige Vorrunde wird, aufgrund der Basis, die wir im Sommer einfach hatten, mit dem Umbruch, mit vielen Spielern, die eigentlich auf der Gehaltsliste runter mussten, aber bis zum Ende der Vorbereitung dabei waren. Jungs, die am Ende der Transferperiode noch gekommen sind. Ja, und das musste sich erstmal finden, aber man sieht einfach jetzt vor allem auch letzte Woche oder auch heute, wie wir einfach gespielt haben, wie wir heute auch wieder gezeigt haben, was für eine gute Mannschaft wir sind, und das müssen wir mitnehmen für die Rückrunde. Dann mache ich noch eine dritte. Alle guten Dinge sind 3, ne? Wenn man jetzt die Punkteabstände sieht, wie eng es da oben ist, was erwarten Sie denn jetzt für die Rückrunde? Wird der Meisterschaftskampf dann erst am letzten Spieltag unter 6 Mannschaften ausgespielt, oder was glauben Sie? Ja, es ist eine brutal schwere Liga. Ich glaube, das wird von Woche zu Woche einfach auch so bleiben. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber wir würden auch nicht gut daran tun, jetzt auf andere Vereine zu schauen, wie sie jetzt arbeiten oder wie sie jetzt ihre Ergebnisse gestalten, sondern wir müssen unsere Punkte holen, wir müssen uns auf uns konzentrieren, und das werden wir auch in der Rückrunde machen. Und wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann werden wir auf jeden Fall auch eine gute Rückrunde spielen. So, dann gehen wir weiter in der Reihenfolge mit Deborah Stutzke für die Bild-Zeitung. Ja, hallo in die Runde. Wird es morgen noch ein Treffen mit der Mannschaft geben oder werden die Jungs jetzt in die Winterpause entlassen? Ja, wir haben morgen früh nochmal ein Treffen, noch ein Brunch, und werden nochmal so uns zusammensetzen. Und dann werden die Jungs in den wohlverdienten Urlaub gehen. Macht direkt weiter. Dann noch eine weitere Frage. Mit was für einem Gefühl gehen Sie jetzt in die Winterpause, bevor es nach Belek auch geht? Ich denke, wenn man sich die letzten beiden Spiele anschaut, die natürlich dann auch für die Stimmung insgesamt für die Pause nochmal einen Stellenwert haben, dann können wir auf jeden Fall mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Wir wissen natürlich auch, dass wir in vielen Bereichen uns noch verbessern müssen. Aber die Jungs hat einfach auch gezeigt, vor allem in den letzten Spielen, dass sie von Spiel zu Spiel noch besser zusammen sich fügt. Und das müssen wir jetzt mitnehmen. Es wird ein harter Kampf werden, auch in der Rückrunde. Es wird uns kein Millimeter Platz geschenkt. Und das müssen wir annehmen. Und die Jungs, glaube ich, haben auch verstanden, dass das auch der Weg sein muss, um dann auch zu bestehen, egal gegen welchen Gegner. Hast du noch weitere Fragen, Deborah, oder war es das soweit? Dann bedanken wir uns ganz herzlich, wünschen allen unseren Journalisten eine gute Heimreise und natürlich allen miteinander frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns am 3. Januar in Belek wieder. Tschüss. Tschüss. Dann auch moin und hallo zu später Stunde von unserer Seite nach dem 18. Spieltag und dem 1:1 gegen Schalke 04. Bei mir ist unser Cheftrainer Tim Walter. Und Tim, ich würde dich einmal um ein kurzes Fazit zum Spiel bitten. Sehr gerne. Ich glaube, dass wir sehr gut ins Spiel gekommen sind. Ja, gleich mit der ersten Aktion haben wir ein Tor erzielt. Das hat uns vielleicht heute nicht so gut getan, wie es uns sonst eigentlich immer gut tut.
Trotzdem denke ich auch, dass wir in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben, haben wenig zugelassen, wenn dann Distanzschüsse, aber waren sehr, sehr solide und sehr kompakt, haben zu viele einfache Ballverluste gehabt. Ja, dann in der zweiten Halbzeit, gleich mit dem ersten Ballkontakt, haben wir schon einen Fehler gemacht in unserem Aufbauspiel. Ja, und das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Wir waren heute nicht mutig genug. Dann haben wir zu viele Bälle dann auch lang gespielt, weil wir uns da haben anstecken lassen. Und dementsprechend haben wir den Gegner auch dann dazu eingeladen, immer wieder in unsere Hälfte zu kommen, dass du einfach, wenn du Größe hast, das nicht lernen kannst. Dass wir uns da schwer tun, wenn wir uns auf den Gegner einlassen, auf das Spiel des Gegners einlassen, dann tun wir uns schwer. Und das ist heute so gewesen, dass wir da insgesamt zu wenig Mut hatten und dementsprechend zu viele lange Bälle gespielt haben und der Gegner Balleroberungen hatte. Trotzdem finde ich, dass wir gerade in der zweiten Halbzeit extrem viele Kontersituationen haben, die wir ja teilweise ganz schlecht ausgespielt haben. Und dann kommt es, wie es so kommen muss, durch die vielen Flanken, durch die vielen Standardsituationen, ja, die wir eigentlich bis dahin bravourös wegverteidigt haben, ja, kassierst du halt dann so ein doofes Gegentor. Letztendlich ist es ein gerechtes Unentschieden, weil wir in der ersten Halbzeit besser waren, der Gegner in der zweiten Halbzeit besser waren. Ja, trotzdem muss man sagen, dass wir zufrieden sind mit der Art und Weise, wie wir auftreten, und aber uns jetzt sehr, sehr freuen auf die Weihnachtsferien. Darum. Danke, Tim. Sehr gerne. Dann kommen wir zu den Fragen aus der Runde und Wolfgang Stephan vom Stader Tageblatt macht bitte den Anfang. Ja, hallo in die Runde. Herr Walter, war das heute auch ein Spiel, wo am Ende vielleicht ein paar Körner gespielt haben? War Ihre Mannschaft ziemlich kaputt zu sein in der zweiten Halbzeit? Nein, sehe ich nicht so. Ich sehe es einfach nur, dass wir dann, wie gesagt, den Mut nicht aufgebracht haben. Und wenn du dann vom Kopf her das nicht hinkriegst, dass du dann die Bereitschaft und den Mut gleichzeitig dann auch reinlegst, ja, dann wirst du mit der Zeit natürlich müde. Das ist ja auch normal. Wir haben eine intensive Vorrunde gespielt bis jetzt und deswegen mache ich den Jungs da keinen Vorwurf, weil sie alles reinhauen und alles reingehauen haben. Ja, dass wir dann so Tage hat, weil letztendlich der Gegner auch Fußball spielt und auch eine große Qualität auf dem Platz hat, ja, und dann einfach auch über die Wucht ein anderes Spiel vielleicht zelebriert als wir, aber trotzdem die Wucht ja trotzdem gefährlich ist und dadurch wirst du dann im Kopf auch ein bisschen müde, dass du dann denkst, oh, du machst so viele Fehler, du kommst nicht richtig hin, ja, und dann bist du dann in entscheidenden Situationen vielleicht nicht konzentriert genug, aber grundsätzlich sind wir die laufstärkste Mannschaft in der Liga. Und auch in der Intensität stehen wir Heidenheim nicht viel nach. Von daher glaube ich, dass wir in allem, gerade was das anbelangt, eine gute Basis haben, aber immer noch besser werden können. Aber grundsätzlich waren wir einfach heute nicht so drin, wie wir es gerne hätten. Dann machen wir weiter mit Roland Karl von HL Sports. Ja, der Kollege Gramotzes sagte gerade, es hätte nur einen verdienten Sieger gegeben hätten, nämlich Schalke 04. Sehen Sie das genauso? Und eine zweite Frage vielleicht hinterher. Das Harakiri-Spiel hätte ja fast sogar noch den Punkt gekostet. Wann hört das auf? Egal wie man es macht, man macht es nie richtig. Von daher gehen wir genauso weiter, weil genau das zeichnet uns aus, dass wir mutig sind. Ja, trotzdem muss man natürlich auch dazu sagen, dass wir jetzt seit längerem mit Marco spielen, eher einen anderen Stil prägt als Ferro. Ja, und das merkt man dann vielleicht gerade in so Situationen. Aber wie gesagt, den Mutigen gehört die Welt und da gehöre ich dazu. Ja, und der Verein gehört auch dazu. Von daher gehen wir unseren Weg weiter, weil letztendlich sind wir immer noch, glaube ich, die defensiv stärkste Mannschaft, weil wir haben am wenigsten Gegentore. Also von daher, dass man mal was zulässt, weil man mutig ist, ich glaube, das gehört dazu. Wenn wir mal nicht mehr mutig sind, dann können wir weiter diskutieren. Thomas Höhner für die Süddeutsche Zeitung.
Hallo Herr Walter, Moin. So mutig und so offensiv wie Schalke ist eigentlich noch keine Mannschaft im Volkspark die Saison aufgetreten. Hat das Ihre Mannschaft vielleicht zumindest in der zweiten Halbzeit dann doch so ein bisschen aus dem Konzept gebracht? Ja, wir haben es ja gezeigt, dass es in der ersten Halbzeit auch geht. Ja, und dementsprechend müssen wir einfach nur in der zweiten Halbzeit so weiterspielen, so mutig, weil wenn wir es geschafft haben, dann auch die Positionen so zu besetzen, dass wir durchkommen, dann sind wir jedes Mal auch in Situationen gekommen, wo wir hätten kontern können. Nur haben wir die Konter einfach heute schlecht ausgespielt. Ja, weil wenn wir letztendlich den zweiten dann setzen, was wir dann in den letzten Wochen einfach auch gemacht haben, dann wäre letztendlich auch der Sack drauf gewesen oder der Deckel drauf gewesen und so, ja, tust du dich ein bisschen anpassen, spielst dann auch viele lange Bälle, wie es der Gegner dann auch gerne macht und dann irgendwann durch eine Standardsituation ist es immer gefährlich, weil Größe kannst du einfach nicht lernen und die Schalke haben einfach Gardemaß von 5-6 Mann, die 1,90 sind. Ja, dann fällt halt auch mal einer rein. Trotzdem finde ich, dass wir es gut wegverteidigt haben bis zu dem Zeitpunkt. Und bei dem Tor müssen wir es halt auch konsequenter haben. Und wenn wir am Ende das Spiel gewinnen, dann redet keiner davon, so jetzt spielen wir unentschieden. War heute nicht unser bestes Spiel. Die Schalke haben es auch gut gemacht. Ja, weil es einfach auch eine gute Mannschaft ist und die extrem viel Qualität haben. Das brauchen wir auch. Da brauchen wir die Augen nicht vor verschließen. Aber letztendlich, wenn man bis zur 87. Minute führt, dann will man auch gewinnen. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt. Guten Abend, Herr Walter. Jetzt unabhängig von dem Spiel gegen Schalke ist jetzt Ihr erstes halbes Jahr als HSV-Trainer vorbei. Vielleicht können Sie einmal ein kurzes Fazit ziehen und auch einen Ausblick auf die Rückrunde, auch wenn das erste Spiel schon vorbei ist, geben. Danke. Also ich glaube, dass man gesehen hat, dass was vorangeht. Ja, dass wir alle in einem Boot sitzen und wirklich ein sehr guter Haufen sind, nicht nur die Mannschaft und das Team drumherum, sondern auch die Verantwortlichen des Vereins, die geben allen ein absolut tolles Gefühl und es macht unheimlich viel Spaß, jeden Tag hierher zu kommen, um zu sehen, dass was vorangeht. Ich glaube, dass wir uns über die Zeit sehr, sehr gut entwickelt haben und eine Mentalität drin haben, die man braucht, um letztendlich dann auch voranzukommen und Spiele zu gewinnen. Deswegen bin ich total happy. Ja, auch wenn wir heute gern gewonnen hätten und wir aber letztendlich dann eher den Weg dahin sehen, weil wir uns doch letztendlich sehr viel von Ergebnissen lenken lassen oder von Tabellen. Und da versuchen wir uns frei zu machen, versuchen bei uns zu bleiben und versuchen Spiele zu gewinnen. Und das ist uns ja auch sehr häufig gelungen. Florian Rebin für die Mopo, bitte. Guten Abend. Ich habe noch eine Frage zum Spiel. Das war ja ein recht hitziger und intensiver Auftritt von beiden Mannschaften und das galt teilweise ja auch für die Seitenlinie, also für die beiden Trainer. In der ersten Halbzeit gab es da auch die eine oder andere Auseinandersetzung zwischen Ihnen und Gramotzis. Selbst der Schiedsrichter ist ja einmal dazwischen gegangen. Können Sie erklären oder aufklären, was da los war und ob das Thema für Sie gegessen ist? Ja, ich glaube, wenn es hitzig ist, ist es ja immer so eine Sache. Ich glaube, danach gibt man sich die Hand oder auch in der Situation, also ist nie irgendjemand nachtragend, von daher, ich habe es nicht so als hitzig empfunden, von daher ist es schön oder ist es toll, wenn es euch auffällt, aber ich habe es nicht so empfunden und von daher ist es sowieso schon gegessen. Zudem ist jetzt ist eine Weihnachtszeit und da soll man nett und lieb zueinander sein. Deswegen sind wir auch so nett und geben nochmal zurück zu Kai Schiller. Der hat noch eine Frage. Genau, meine zweite Frage. Vor dem Spiel und in der Halbzeitpause war bei den TV-Kollegen vor allen Dingen Ali Du ein größeres Thema. Michael Mutzler hat gesagt, es müsste schon ein unmoralisches Angebot im Winter kommen, damit der HSV da ins Nachdenken kommt. Wie sehr hoffen Sie, dass dieses unmoralische Angebot ausbleibt? Sie haben doch vorhin alles gehört. Von der anderen Ebene und von daher, ich bin der Trainer, ich trainiere mit den Jungs, ich versuche sie besser zu machen und solange sie alle da sind, mache ich das weiter. Dann sehe ich keine weiteren Wortmeldungen mehr. Bedanke mich für das Interesse, es sei denn, du hast. Frohe Weihnachten an alle. Ja, und rutsch gut rein ins neue Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns alle gesund und munter. Ja, in den Zeiten, die nicht so einfach sind, im neuen Jahr. Bis dahin, moin, nur der HSV.
Dem schließe ich mich natürlich an und wünsche den Gästen noch eine gute Heimreise. Vielen Dank.